Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für den Monat Oktober. Für den Oktober 2023. Wir wollen uns in dieser Legung ansehen, wie dein Monat werden wird. Und ich bin schon sehr gespannt, lieber Krebs, was die Karten uns zu deinem Oktober verraten werden. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Der Mond. Oh, es wird herausfordernd, emotional herausfordernd. Der Mond steht für eine Situation in deinem Leben, die dir auch im Vorfeld sehr viel Sorge bereiten kann. Eine Situation, die irgendwie im Vorfeld Nervosität bei dir auslöst. Aber das Gute ist, es ist halt oft mehr wie so eine Schwellenangst, ne? Wenn man, sobald man sich entschieden hat und einen Schritt in Richtung dieser Herausforderung gemacht hat, fällt ein der Rest sehr leicht, ne? Und es birgt das Potenzial, dass du dir auf diese Art und Weise eine ganz neue Erfahrung verschaffen kannst. Ja, es ist so ein bisschen wie das Lampenfieber. Es könnte zum Beispiel auch ganz simpel so sein, dass du einen sehr wichtigen Auftritt in diesem Oktober hast oder eine sehr wichtige Präsentation. Etwas, was dir persönlich auch wichtig ist, aber doch im Vorfeld einfach Nervosität bei dir erzeugt. Aber es könnte halt auch genauso gut sein, dass du jemanden dein Herz offenbaren möchtest, deine Gefühle offenbaren möchtest, dass du jemanden auf etwas Wichtiges ansprechen möchtest, dass du etwas Wichtiges jemanden von dir zeigen möchtest. Etwas, wo du im Vorfeld erstmal auch dir selbst gegenüber diese Gefühle einstehen musst. Und das kann auch selbst sehr herausfordernd sein, ne? Aber es kann dir wirklich eine ganz neue Erfahrung im Leben verschaffen. Das ist eben das Gute. Und du möchtest vom Herzen her diese Herausforderung auch eingehen, ne? Es ist eine sehr emotional getroffene Entscheidung, die sich hier abzeichnet. Und wir schauen mal, lieber Krebs, ob wir herausfinden können, auf welchen Lebensbereich sich das so bei dir bezieht. Ja, das ist interessant, denn es geht in diesem Monat darum, dass du eine neue Perspektive in dein Leben bekommst. Ein neues Angebot, eine Möglichkeit, dir etwas Neues aufzubauen. Es ist erstmal nur die Möglichkeit. Es ist erstmal nur das Angebot und du bist frei darin, diese Möglichkeit anzunehmen. Es ist mehr zunächst erstmal wie ein Ausblick auf etwas. Das könnte ein berufliches neues Angebot sein. Wir werden das in den weiteren Karten ein wenig sehen können. Es könnte ein neues berufliches Angebot sein. Es könnte aber auch ein Angebot sein, mehr Stabilität in dein Leben zu etablieren, ne? Zum Beispiel über eine feste Beziehung oder über eine Vertiefung einer bisherigen Beziehung, ne? Vielleicht ist es auch ein Antrag, ne? In der Regel ist es aber etwas Materielles. Es schenkt dir dauerhaft mehr Stabilität, mehr Geld womöglich. Eine neue Einnahmequelle ist darüber auch ersichtlich. Wir schauen mal weiter. Was machen denn die Finanzen? Wow, also deine finanzielle Situation wird sich sehr gut zeigen in diesem Monat. Irgendwie bekommst du womöglich auf der Arbeit einen Bonus oder ein Geldgeschenk, eine Ausschüttung, eine Gewinnausschüttung. Irgendwas entwickelt sich sehr positiv. Also die Dinge fügen sich zusammen und du bekommst hier Lohn für deinen geleisteten Einsatz und mehr Stabilität, mehr Erfüllung. Ja, also ganz eindeutig hier ein positiver Hinweis auf die Finanzen. Und dass die Dinge, die Entwicklungen, die Prozesse sich gut miteinander verbinden, ne? Und dir
Ja, eben eine Ausschüttung dadurch gewährleisten. Das ist schon mal erstmal hier sehr positiv. Sehr ehrlich bei dir, ne? Sehr viel Erdenergie. Es läuft stabil. Auch dein Arbeitsalltag scheint sehr gut zu laufen. Du überforderst dich nicht. Du bleibst kontinuierlich. Du machst kontinuierliche Fortschritte. Vielleicht ist es jetzt nicht jeden Tag unheimlich viel, ne? Es ist keine Hauruck-Bewegung, aber du kommst Schritt für Schritt sehr stetig und kontinuierlich in diesem Monat voran. In kleinen Schritten und wirst wahrscheinlich am Ende sehr erstaunt sein, wie viel du mit diesen ganzen kleinen Schritten erreicht hast, ne? Und es ist halt auch nachhaltig, so zu arbeiten. Falls du mit jemandem zusammen wohnst oder mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, sieht man hier auch einen gemeinsam aufbauender Prozess, den man zusammen gestaltet, ne? Dass man hier einfach Struktur und Ordnung reinbringt. Auf kontinuierliche Weise und sich auch so dadurch auch ein bisschen besser kennenlernt. Ja, was dein Zuhause betrifft, ist auch alles sehr, sehr entspannt. Da kannst du dich voll und ganz fallen lassen. Da lässt du dich treiben. Da lässt du alles auf dich zukommen und kannst wirklich hier sehr, sehr gut abschalten in diesem Monat. Und da sehe ich so eine, auch eine gewisse Hingabe, wenn du mit jemandem zusammen wohnst, mit einem Partner, sicher sehr schöne, angenehme Kuschelzeit, aber auch viel Zeit, auch so ein bisschen für dich zum Träumen, zum Nachdenken, zum Musik hören, ein bisschen alles so ein bisschen auf sich zukommen zu lassen, auch mal ein bisschen so die Seele entspannen lassen, ne? Also hier wirklich sehr angenehme Zeit. Du hast auch die Möglichkeit, eine Verbindung zum Spirituellen aufzubauen in diesem Monat, eine besondere, ne? Du hast nämlich starke, intuitive, rege Gefühlswelt, wenn du zu Hause bist, ne? Und dich da einfach treiben lässt. Du machst dir auch überhaupt gar keine Sorgen, hast auch nicht den Anspruch, jetzt irgendwas an deinem Zuhause verbessern zu wollen oder zu müssen, sondern kannst dich da auch wirklich ganz fallen lassen und Hingabe zeigen. Kein Wunder, dass du so viel Erdenergie hast, denn in vielen Fällen wirst du eine Erdperson in deiner Umgebung haben. Und mit dieser Person wirst du dann viel Zeit in diesem Monat verbringen und viel Freude, viel Spaß und Vergnügen teilen. Der Prinz der Scheiben kann auch eine jüngere Person sein, kann sogar auch ein Kind von dir sein, ne? Also falls du eine Familie hast, kann das hier auch ein Hinweis darauf sein, dass du in diesem Monat viel Zeit mit deinem Sohn oder deiner Tochter verbringen wirst und dass es dir viel Freude bereiten wird. Ich sehe aber doch in vielen Fällen, dass es auch etwas Romantisches sein kann. Der Ritter der Scheiben hat etwas ganz Junges, etwas Unreifes, etwas Jugendliches, jemand, der irgendwie etwas Neues dazulernt, sich auch neu begeistern lässt, sehr wissbegierig ist, ein Mensch, der sehr realistisch und pragmatisch ist. In einigen Fällen, wenn du alleine wohnst und auch gerne, also überzeugt Single gerade bist, könntest du auch dieser Prinz der Scheiben sein. Dann könnte es sehr gut sein, dass es dir aktuell Spaß macht, eine neue handwerkliche Fähigkeit zu lernen oder deinen Haushalt zu gestalten. Na, das mit dem Haushalt nehme ich so ein bisschen zurück, aber irgendwie, dass du hier eine neue handwerkliche Fertigkeit lernst oder etwas Technisches oder etwas Kunsthandwerkliches. Oder zusammen mit dieser Person, ne? Kochen könnte es auch sein. Auf jeden Fall, mit oder als diese Person sehe ich sehr viele vergnügliche Zeit mit, ja, auf dich zukommen. Deine Arbeit. Deine Arbeit ist ein bisschen im Argen. Da gibt es vielleicht Unzufriedenheiten. Da bist du unzufrieden auf der Arbeit aktuell. Das erfüllt dich im Moment nicht. Und ich sehe hier so eine gewisse Kopflastigkeit. Vielleicht gibt es eine negative Kommunikation auf der Arbeit, die dich irgendwie beeinflusst, die du mitbekommst. Man macht sich hier gegenseitig Vorwürfe. Schuldgefühle können die Folge sein. Schlaflose Nächte. Lass dich davon nicht stressen. Dein weiteres Leben läuft gut.
Ich weiß nicht, woher diese Negativität rührt, ne? Aber da gibt es etwas, was dir Sorgen bereitet, was dich auch nicht loslässt. Dein Privatleben läuft dafür umso schöner, ne? Ich sehe hier sehr viel Innigkeit, auch Sinnlichkeit, voller Genuss, ne? Dass man auch zusammen in nostalgischen Gefühlen schwelgen kann. Du könntest sogar auf Wolke 7 schwelgen. Also dein Privatleben ist einfach wirklich sehr, sehr schön. Und da kannst du auch viel Hingabe zeigen, dich in dieser Emotionalität auch voll fallen lassen. Körperliche Zuneigung sieht man hier viel, also ist auch irgendwie so eine körperliche Sinnlichkeit, ein sehr harmonisches Miteinander und dass man einfach die Gefühle, die man hat, ausdrücken kann und genießen kann im Miteinander. Also das läuft wirklich wahnsinnig schön. Ja, aber dein Job macht dir wirklich zu denken. Diese Unzufriedenheiten, die daraus resultieren, die lässt du nicht an dich ran und das ist auch gut so. Aber im Hintergrund bist du schon da so ein bisschen dabei, diese Negativität, die auf deiner Arbeit besteht, zu verarbeiten und auch deine Schlüsse daraus zu ziehen, ne? Das auch zu analysieren. Ja, du möchtest aktuell ein Mensch sein, der klare Gedanken hat und der klare Ziele verfolgt, auch gute Ideen hat, Konzepte erstellt und die auch umsetzt. Tja, aber auf der Arbeit gelingt dir das irgendwie nicht. Also da hast du eine herausfordernde Zeit vor dir und du sehnst dich eigentlich danach, etwas glasklarer zu sein, etwas in deinen Gedanken auch etwas rationaler mit der Situation umzugehen. Es hat wahrscheinlich auch mit der Arbeit zu tun. Du überlegst, du möchtest irgendwie eine Strategie entwickeln, wie du mit diesem Problem umgehst und du zerbrichst dir darüber den Kopf. Und das erzeugt bei dir auch eine gewisse Kopflastigkeit, ein gewisses Grübeln. Aber die Absicht ist dahinter schon, eine funktionierende Strategie zu entwerfen. Und vielleicht ist es auch dann ganz gut so, dass du dich mit dieser negativen Energie auseinandersetzt oder aktuell damit konfrontiert bist. Denn ich sehe hier, dass du eher einen Langzeitplan entwerfen wirst. Und das braucht einfach Zeit, ne? Und das bedarf tatsächlich einer gewissen Kopflastigkeit. Dir ist das irgendwie echt wirklich ein starkes Anliegen, hier eine rationale und taktisch kluge Strategie zu entwerfen, die einfach logisch ist, Sinn ergibt, rational ist. Und ich glaube, in gewisser Hinsicht nimmst du dir dafür gerne Zeit, auch wenn das ein gedanklich anstrengender Prozess ist. Irgendwie ist es notwendig aktuell bei dir auf der Arbeit. So, der Alltag funktioniert ja ganz gut. Was die Menschen im Moment sehen, dass es dir und deiner Familie gut geht, dass du dir ein schönes Zuhause geschaffen hast, dass du eine schöne private Situation hast, die jetzt auch gerade im Begriff ist, besonders aufzublühen und ihre volle Pracht zu zeigen, ne? Dass man halt wirklich, dass Leute kommen nicht um drum herum zu erkennen, dass du eine glückliche Familie hast, eine glückliche Partnerschaft. Und da, wie innig das einfach zwischen euch ist, wie harmonisch. Und du bekommst dafür im Moment sehr viel Anerkennung, sehr viel Respekt. Man weiß das an dir wertzuschätzen, dass du ein wohliges Miteinander schaffen kannst. Dass du auch etwas Fürsorgliches hast und irgendwie um das Wohlergehen
aller Menschen oder der beteiligten Menschen interessiert bist, ne? Dass du auch, egal wo du bist, auch irgendwie eine familiäre Geborgenheit vermitteln kannst. Und hier einfach eine Atmosphäre reinbringst, die sich einfach sehr familiär anfühlt. Und dafür bekommst du in diesem Monat besonders viel Zuspruch und Anerkennung. In deinem Freundeskreis gibt es auch neue Entwicklungen. Irgendwie hat sich da einiges verändert, einiges beginnt von neuem. Das gibt dir Leichtigkeit, Frohsinn. Es gibt hier eine neue Möglichkeit. Also in vielen Fällen ist es eine neue Liebe in deinem Leben. Und wenn das so ist, lieber Krebs, hat das schon das Potenzial, dass es wirklich etwas Langfristiges wird. Ganz eindeutig, es steht hier erst am Anfang von einer längeren Geschichte. Das zeichnet sich hier ab. Und dann ist das Ast der Scheiben eher so zu interpretieren. Ich sehe das wirklich mehr im Privatleben, dass ihr beide euch auch, wenn das deine Absicht ist, ihr beide könntet auch eine Familie gründen. Und ich glaube, andere Menschen sehen das schon bei euch beiden. Ne? Die denken, die sehen das schon so ein bisschen so, ja, das würde passen. Ihr beide seht das noch nicht. Ihr würdet dann noch recht am Anfang stehen. Wenn du dich bereits schon länger in einer Partnerschaft befindest, sehe ich hier doch irgendwie Veränderungen zwischen euch beiden in diesem Monat, die auch womöglich mit eurem sozialen Umkreis in Verbindung stehen. Und das hat ebenfalls das Potenzial, dass es dir mehr Stabilität, Geborgenheit, Festigkeit schenken kann, ne? Also ihr seid hier auf einem guten Weg, du bist auf einem guten Weg in dein Privatleben, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deinen familiären Umkreis. Also da gibt es sehr erfreuliche Erfahrungen in diesem Monat. Deine Sehnsucht ist die Prinzessin der Schwerter. Das betrifft deinen Beruf, ne? Da möchtest du ganz rational sein. Und diese Strategie, die du entwerfen möchtest, soll auch etwas Unkonventionelles haben. Es hat auch mit gewissen Tabubrüchen zu tun oder es hat etwas Rebellisches an sich. Ich glaube, aufgrund der Situation auf der Arbeit bist du so unzufrieden oder es gibt da einen Umstand, der dich so unzufrieden macht, dass du hier auch etwas Tollkühnes anstrebst, ne? Es ist nicht unvernünftig. Es basiert nur so ein bisschen auf Trotz oder Wut auch, ne? Auf Unzufriedenheit. Aber du lässt dich davon nicht entmutigen. Du schaust, was du jetzt ändern kannst, besonders auf Dauer gesehen. Und bei Krebsen ist das total häufig so. Man darf Krebse nicht unterschätzen. Die erreichen sehr oft ihre Ziele. Aber wie Krebse auch das oft tun, über Umwege. Es sind mehr immer so die Seitenwege, die Krebse wählen. Es ist seltener der direkte Weg, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich sehe dich hier wirklich eine kluge, durchdachte Taktik ausarbeiten, wie du zu einem bestimmten Ziel beruflich kommst, ne? Und es hat eben diese rebellische Note. Und der Grund kann halt wirklich ein Konflikt auf der Arbeit sein. Eine Situation zum Beispiel, bei der dir jemand etwas vorgeworfen hat, was ungerecht war, was nicht fair dir gegenüber war. Du bist irgendwie nicht in der Lage, und das ist auch so typisch Wasserzeichen, hier. Und es ist auch manchmal einfach durch die Situation bedingt, ne? Auf der Arbeit gibt es selten Möglichkeiten dazu. Du bist nicht in der Lage, direkt auf diesen Menschen zuzugehen und ihn direkt anzusprechen, darauf. Die Arbeitssituation gibt das auch manchmal nicht her. Und deswegen wählst du diesen Umweg. Das ist keine Konfliktvermeidung, aber es wirkt vielleicht nach außen so ein bisschen so. Oder ist es zunächst erstmal eine Konfliktvermeidung, weil man hier einen Umweg geht. Ne? Aber
Aber grundsätzlich möchtest du das Problem oder wirst du auch das Problem nachhaltig dadurch lösen, ne? Über eine sehr kluge, durchdachte Taktik und dann letztendlich zu deinem Ziel kommen. Spannend. Ja, eine spannende Legung, lieber Krebs. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sehr erfolgreichen Oktober und vor allem einen sehr beherzten Oktober mit vielen schönen romantischen, sinnlichen Situationen, ne? Da bin ich mir sicher. Von Herzen alles Gute, lieber Krebs, und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.